wir als Verkehrslehrer bringen den Kindern bei, wie sie über die Straße gehen sollen, wie sie über den Zebrastreifen gehen sollen, wie sie über eine Ampel gehen sollen und auch wie Kinder die Fahrbahn überqueren, wenn es keine Zebrastreifen gibt. Die Kinder bekommen entsprechendes Infomaterial an die Hand, ja, anhand des Verkehrsunterrichts, und dann erwarten wir natürlich, dass die Eltern mit den Kindern üben. Die gefährlichsten Punkte sind für die Schulkinder Straßen, wo es keinen Zebrastreifen gibt und auch keine Ampeln. Und zwar, wenn Kinder zwischen parkenden Fahrzeugen die Straße überqueren, das ist ziemlich gefährlich. Der richtige Weg ist, zunächst einmal in das Auto zu gucken, ob dort jemand drin sitzt. Ja, wenn dort keiner drin sitzt, soll man sich zwischen die beiden Fahrzeuge stellen. Und zwar auf die äußere Seite des Fahrzeuges, die zur Fahrbahn hin zeigt. Dort stehen die Kinder, schauen dann nach links, nach rechts und nach links, und wenn alles frei ist, dann gehen sie. Zu den konkreten Gefahren gehört zum Beispiel auch, dass der Autofahrer im Dunkeln die Kinder schlecht sieht. Ja, deswegen plädieren wir als Verkehrslehrer natürlich auch dafür, dass die Kinder entsprechend beleuchtet sind, das heißt ihre Westen tragen. Wenn ich vor den Schulen stehe, bevor der Unterricht beginnt, sehe ich, dass die Kinder an der Hand geführt werden und dass die Eltern für die Kinder gucken, nach links und nach rechts oder manchmal auch gar nicht. Und die Kinder stehen dabei und werden einfach mit rübergezogen. Auf die Ampel und auf den Zebrastreifen.